Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Ich weiß nicht, was es gerade war. Es sind so viele Dinge in meinem Kopf passiert und ich bin in letzter Zeit passiert so viel, mein Kopf brummt, ich kann nicht mehr klar schlafen und es ist irgendwie alles nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ich bin gestern zusammengeschlagen worden, beziehungsweise am Tag, wo die Miliz in mein Haus eindrang. Und leider muss ich nun auch verdeckt durch die Stadt gehen. Hier steht zum Beispiel ein Kuchen von La Familia. Einfach nur dumme und eintönige Bestechungsversuche. Das ist einfach nur dreist. Hier, weg damit. An euren Kuchen fress ich sowieso nicht. Hier von Cookie. Du bist nicht fehl am Platz. Leute, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich wohne hier zwar und ich fühle mich hier echt wohl, aber in letzter Zeit passiert hier so viel. Ich könnte mich nur noch unten in meinem Bunker einsperren, weil ich werde einfach geschlagen. Ich werde einfach getreten. Kein interessiert's. Ich lieg hier am Boden, werde total zerschlagen, mein Auge blutet. Und was ist? Keiner aus dieser Stadt rührt nur einen Finger, weil sie Angst haben, von der Mafia oder von allen anderen heimgesucht zu werden. Und dann soll es noch heißen, die Stadt sagt die Wahrheit. Die Miliz und die Mafia haben doch beide ihre Geheimnisse. So, wir werden jetzt in der heutigen Folge mal in die Farmwelt gehen und ein paar Tintenfische töten, weil ich Inksäcke brauche. Und ich werde nebenbei eure Fragen auf Twitter vorlesen mit dem Hashtag AskDoggy. Könnt ihr mir ja gerne immer Twitter-Fragen stellen, die ich dann in der Folge vorlesen werde. Also AskDoggy ist dann somit derzeit mein offizieller Hashtag. Sollte ich dann meinen Namen geändert haben, dann wird er vielleicht nochmal abgeändert. Aber bis dahin ist es Hashtag AskDoggy. Mit IE übrigens, weil einige ja Doggy mit I schreiben oder... Ja, so. Dann gucken wir hier gleich mal. Die erste Frage kommt von... Von Kuraido LP Zaido. Hashtag AskDoggy. Was hast du noch vor zu bauen? Also ich möchte auf jeden Fall noch eben mithelfen, die Redaktion von Herr Bergmann zu bauen. Also die From the Future Redaktion. Ich weiß, dass in letzter Zeit viel passiert ist. Ich meine, er ist gestorben. Einfach nur durch einer... wegen einer Falle von Takaishi und Minus Dude. Die haben ihn da auf eine falsche Fährte gelockt. Und dadurch ist er dann gestorben. Ich war gestern schon verwundert, warum ich die Meldung bekam, dass er verbrannte. Und ja, es hat auch mich sehr hart getroffen, weil er schließlich mein Chef ist. Und das tut einem dann schon sehr weh, wenn man sieht, dass er einfach so vor deinen Augen von dir geht. Vor allem sind jetzt auch die ganzen Beweise weg, die Delay betreffen und so weiter. Und eben die handfesten Beweise, dass man sagen könnte, wir haben was gegen die Miliz. Wir haben was Festes vorliegen. Aber Leute, ich sage euch jetzt eines. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer ganz bestimmten Person aus der Miliz. Ich weiß ganz genau, wer von der Miliz auf unserer Seite ist. Ich weiß ganz genau, dass die Miliz Geheimnisse hat. Und ich weiß ganz genau, dass die nicht ohne sind. So, oh, wir haben hier eine Pyramide. Da könnten wir eigentlich glatt mal reinschauen. Vielleicht finden wir irgendwas richtig Cooles. Hallo? Hui.
Okay. Ganz schön tief. Ich glaube, das ist aber irgendwie so eine Falle, ne? Moment, ich wirf da mal eben so einen Block runter. Okay, ich baue mich mal hier an der Seite runter, weil ich glaube, hier kann mir dann ja nichts passieren. Hui. Und... oh, hier war TNT. Okay, Leute. Wir haben jetzt aber wenigstens hier eine schöne Pyramide gefunden. Mit 3 Diamanten sogar. Wow. Das freut mich natürlich sehr. Und das TNT hier werden wir natürlich sofort abbauen jetzt. Weil so geht das natürlich nicht. Das TNT muss in Gewahrsam genommen werden. Nicht, dass das dann noch jemand auffindet wie ein Wolkenspieler, der dann die ganze Stadt damit in die Luft sprengen möchte. Und eine glatte Randinfo für alle, die immer meinen, und so weiter, das macht doch eh keinen Weltschaden, also ist es egal, Leute, das ist alles ein Spiel. Und die TNTs verursachen auch körperlichen Schaden. Es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, ja, er sprengt damit die Stadt in Luft und alles wird zerstört werden, sondern damit ist eigentlich eher der Tod von uns gemeint. Gut. Dann, ja, wie gesagt, das Redaktionsgebäude. Gut. Dann schreibt... dann schreibt Robotik-HD. @BombsDoggy, Hashtag AskDoggy. Wie findest du Minecraft-Leben... nee, findest du Minecraft-Leben noch cool und soll sich eventuell was ändern an Betracht Spieler und die Stadt? Also ich finde, es sollte sich nichts ändern, weil ich genauso, wie ich es zumindest persönlich empfinde, genauso passend finde. Also dieses Rollenspielelement finde ich richtig cool, das macht richtig Spaß, die Videos zu schneiden, die Videos zu drehen. Ich freue mich immer, wenn ihr dann einen Daumen hoch gebt oder einen Kommentar schreibt oder so. Ja, komm mal, bin aber gerade in der Farmwelt. So, und genau das finde ich eigentlich an MC Leben so cool, dieses Spiel, was wir da alle miteinander spielen, und das darf man auf jeden Fall nicht ernst nehmen. Ich habe da im, ich glaube, letzten Video schon drüber geredet, dass man die Leute da nicht haten soll. Und ja, gut. So, Leute, die nächste Frage kommt von... It's Talo. Was hältst du vom Roleplay und warum sind Leute gegen die Zeitung? @BombsDoggy, Hashtag AskDoggy. Ich habe das jetzt ja gerade schon erklärt, was ich von dem Roleplay halte und warum Leute gegen die Zeitung sind. Warum hier manche Mitbürger aus dieser Stadt gegen die Zeitung sind, weil sie die Wahrheit nicht verkraften können. Weil sie was zu vertuschen haben. Weil sie ganz genau wissen, dass sie nicht mit ehrlichen Karten spielen. Und das ist so eine Sache, wo wir erst besser dahinter sind und sehen, aha, der hier macht irgendwas nicht mit rechten Dingen, und da sind wir natürlich sofort dahinter, und dann klatscht der Zeitungsartikel aber so mächtig. Und das passt den Leuten natürlich dann natürlich nicht. Aber wir sagen nur die Wahrheit in unserer Zeitung und wir lassen uns nicht bestechen oder bedrohen von irgendwelchen Sachen mit Mord. Ich sehe auch nicht gerade schön aus, ja? Ich wurde geschlagen, aber dennoch würde ich niemals Lügen in die Presse schreiben. Niemals. Auch wenn La Familia mir gedroht hat, mich heimzusuchen, sollte ein negativer Artikel über die in der Zeitung stehen. Aber gut, die sind gegen die Presse. Deswegen werden wir sie nicht unterstützen und ihre Annäherungsversuche mit diesen Kuchen, den sie sowieso jeden aus dieser Stadt gegeben haben, können sie sich sonst wohin schmieren. So. Gut, 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 gut. Dann schreibt @nichtallstar. @BombsDoggy, Hashtag AskDoggy. Wird sich in Zukunft auf deinem Kanal was verändern? / Projekte, Konzepte, etc. Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte mir jetzt in nächster Zeit, in nächster Zeit viel mehr Mühe mit meinen Videos geben. Ich merke in letzter Zeit, dass ich mich schon ein bisschen gesteigert habe. Von der Qualität her würde ich jetzt persönlich sagen. Oh, endlich mehr. Vielleicht finden wir hier irgendwelche Tintenfische, weil ich finde, dass es schon sehr wichtig ist, Qualität
zu liefern, ja. Ich möchte mehr so dieses, zum Beispiel bei Leben, kann man das ganz, ganz gut auskosten mit diesem Rollenspiel. Man kann ganz viele Effekte einfügen, man kann Kurzfilm-Effekte einfügen, die das Ganze noch ein bisschen echter erscheinen lassen. So wie Herr Bergmann das zum Beispiel macht, oder ich auch schon teilweise gemacht habe. Und da finde ich, ist das einfach nur perfekt. Also dafür muss ich echt sagen, lohnt sich das Projekt schon mal alleine, dass man selbst seine eigenen Videos ansehnlicher machen kann. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich sehe, dass das Video so gut bei euch ankommt und dass ihr es euch gerne anguckt und ihr wirklich Kommentare schreibt, die nicht heißen, kann ich ihn leben, sondern wirklich in letzter Zeit Tipps gebt und so weiter. Also das finde ich wirklich richtig cool von euch. Und ich weiß nicht, also ich bin teilweise echt sprachlos, was das betrifft. Da unten ist noch ein Tintenfisch, den holen wir uns natürlich. So. Puh, das war jetzt aber ein ganz schöner Tauchgang, aber ich glaube, ich habe Atmung auf meinem Helm. Okay. So gut. Also Leute, wie gesagt, nehmt das Rollenspiel nicht so ernst. Ihr könnt gerne mitfiebern, ihr könnt gerne eure eigene Partei quasi unterstützen, für die ihr hier im Projekt seid. Jedoch hatet doch andere Leute bitte nicht. Das wäre sehr nett. Jetzt gucke ich nochmal, wie viel haben wir denn? 15? Ja, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Und ja, außerdem Leute, das Intro-Lied von meinem Intro steht jetzt in der Videobeschreibung. Das haben mich so unglaublich viele Leute gefragt. Das war ja unnormal. Also jeder zweite hat bestimmt einmal gefragt, wie heißt dieses Intro-Lied? Und ich wusste das selber nicht, bis mir das jemand in die Kommentare geschrieben hat. Und seitdem steht es unten in der Videobeschreibung. Da stehen auch alle Daten von meinem PC und so weiter. Also wer da Interesse hat, kann da gerne mal reinschauen. Und ja. Also auf jeden Fall Leute, ich freue mich einfach ultra, dass es euch gibt. Das klingt schon wieder so schleimhaft und so weiter. Aber Leute, ich freue mich wirklich total. Und ich gehe jetzt erstmal nach Hause, also schnell wieder auf den Server connecten. Und ja, also ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich von euch so einen Tipp lese, der die Zeitung, der die Stadt, die die Stadt betrifft und so weiter. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Jetzt gehen wir aber erstmal zu uns nach Hause, weil ich bin echt erschöpft von diesen ganzen Sachen, die hier passieren, von den Anschlägen auf die Zeitung, von den Anschlägen, die auf mein Haus gerichtet werden, auf meinem Dach stand, Hashtag gegen die Presse, Freiheit und dann Don't fuck with La Familia oder so. Und ich muss sagen, das ist mir ein bisschen zu viel alles, das nimmt mich richtig mit und deswegen würde ich einfach mal sagen, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, das war's. Haut rein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ciao.